Abtalk zum sechsten Rennen mit Viktor Gent zu den Chancen von Zodiac PS. Viktor, Zodiac habe ich in meiner Vorschau ziemlich weit hinten gehabt und jetzt in der Trap aktuell sehe ich 1-2 getippt. Da merkt man, dass dieses Rennen mit nur 7 Pferden sehr eng besetzt, also die stehen alle nicht weit auseinander, die Pferde, von der Qualität her. Siehst du das genauso? Nee, das stimmt voll und ganz. Hier entscheidet nur nämlich der Rennverlauf. Ich denke zwar, dass Lindstedt Boko schon der Favorit, der Vorausfavorit ist, aber dahinter, denke ich, ist alles möglich. Also, ja, das sind alles sehr ordentliche Pferde und wie gesagt, das wird der Rennverlauf entscheiden. Da kann man nicht sagen, ob man da zweiter Favorit ist oder nicht. Du trägst im Rennverlauf bei, fährst du los? Ja, ich möchte schon ganz gerne losfahren, weil er recht flott am Start ist und ja, am liebsten würde ich dann auf Lindstedt Boko vorbeilassen, aber wie gesagt, da werden auch andere losfahren wollen. Wir werden mal sehen. Wie ist er drauf im Training? Besser denn je. Also er gefiel mir jetzt richtig gut. Eigentlich wollten wir mit ihm schon längst in Ruhe gehen, weil er mir im Spätsommer nicht mehr so gut gefallen hatte. Aber wir haben ihn weiter trainiert und ja, die letzten zwei Rennen haben mich sehr überzeugt. War gegen gute Pferde, zwar nur platziert, aber doch gut dabei. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, das Rennen passt wie Faust aufs Auge für ihn, für 3-jährige 6.000 Euro Gewinnsumme und das nehmen wir nochmal mit. Das ist ja auch ein Rennen der V7-Wette. Würdest du den Wettern empfehlen, ihn auch mitzunehmen als Sieger? Ich glaube, in dem Rennen kann man gar kein Pferd rauslassen. Also ich glaube, das ist ein typisches Rennen für alle Pferde. Vielen Dank, Viktor.